Sie ist auf jeden Fall Jeck. Melissa Hein, Düsseldorferin und einer der Stars hier am Karneval. Beim Nachwuchscasting Pens in de Bütt ist sie entdeckt worden und in dieser Session tritt sie zum ersten Mal professionell auf. Mit 7 Jahren und 6 starken Jungs an ihrer Seite. Und zwar mit Bob, der Band ohne Bart. Mit ihren musikalischen Patenonkels düst Melissa gerade von einem Auftritt zum nächsten. Schokolade. Kommst du jetzt besser damit zurecht? Ist das okay jetzt? Eine Tonart? Boah, ne? Okay, super. Die letzten Vorbereitungen backstage. Für Melissa mittlerweile Alltag. Dein Mikrofon. Damit ihr auch alle schön hören können. Sag mal, Melissa, bist du eigentlich unheimlich im Stress jetzt in Karneval? Ja. Hast du nicht so viele Auftritte? Doch, schon, aber jetzt nicht so viele, dass wir jetzt jeden Tag einen haben, sondern jetzt manchmal haben wir keine. Und gestern hatte ich auch schon einen mit der Kacke. Und jetzt geht's schon wieder los. Ja. Ach, Quatsch, bist ein alter Hase, bist du. Mann, du singst so was gut. Ist das Schönste an Melissa, ne, auf der Bühne mit euch? Eigentlich ist alles schön mit Melissa auf der Bühne. Das macht richtig Spaß. Mit Melissa macht's richtig Spaß. Superstar. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Melissa ist selber ein echt Düsseldorfer Panz mit einer starken Stimme. Neben einigen anderen Nachwuchskarnevalisten, die jetzt als Entertainer oder Büttenredner in den Sälen auftreten, ist die 7-Jährige der ganze Stolz von Pens in de Bütt-Chefin Barbara Ochsenfort. Das ist unglaublich, vor allen Dingen, weil man das ja nicht gedacht hat, dass das eigentlich schon so schnell durchstartet. Wir hatten ja gedacht, okay, die müssen wir jetzt erstmal ausbilden, dann dauert das vielleicht eine Zeit lang, bis die soweit sind. Und vielleicht haben wir ein oder zwei dabei. Und jetzt haben wir einen ganzen Haufen von Pens, die schon richtig hier auf den Bühnen die Säle abreißen. Die Kleine kommt ganz groß an. Wunderbar, die Düsseldorfer Kinder, die sind eine Spitze hier in Düsseldorf, die machen eine Stimmung, wunderbar. Entzückend. Tja, und bei echten Profis ist nach dem Auftritt vor dem Auftritt. Melissa und die Jungs von Bob schunkeln sich schon wieder warm. Melissa, als was gehst du am Rosenmontag? Pippi Langstrumpf. Aber bis Rosenmontag sind es ja noch ein paar Tage. Und bis dahin heißt es noch ganz oft, Bühne frei für Melissa.